Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wow, da war gerade, egal. Wir machen heute unser Attentat auf Jabair, wenn ich den Namen jetzt richtig im Kopf habe. Aber der stand da gerade noch. Und dazu begeben wir uns, würde ich sagen, einfach mal dahin. Das ist ja hier direkt um die Ecke. Dann machen wir so nebenbei, ne? Dann schauen wir mal. Hoppa. So, du lagst einfach unglücklicherweise auf meinem Weg. Weg mit dir. Wo? Ach, da oben. Ja. Du siehst mich nicht. Das ist cool. Wow. Na gut. Ja, wenn du runterfallen würdest, guter Alter, ihr, dann könnten wir uns hier einmal dort rein verstecken, damit wir wieder clean werden. So, wunderbar. Den Aussichtspunkt haben wir noch nicht. Guck mal gerade, ob wir da einfach dran kommen, damit wir den zumindest noch mitnehmen. Hat er seinen Verstand verloren? Ich weiß nämlich auch gar nicht, wie viele Attentate wir danach noch haben. Also, man merkt schon, im Endeffekt ist bei... Hallo? Ach so. Ich würde ja eigentlich gerne... Okay, scheine... Ja, ich glaube, wir haben uns festgebackt. Ich komme hier nämlich nicht mehr drüber. Und ich würde doch so gern. Ich kann nicht mehr laufen. Das ist gerade mein Problem. Das heißt, ich komme hier weder hoch noch runter. Das ändert nichts. Fehlererinnerung wird momentan aufgezeichnet. Ja, das ist schön, aber... Ich bin doch noch gar nicht in dem Zielgebiet drin. Okay, es tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen die Erinnerung einmal kurz verlassen. Das lasse ich drin. Das gehört dazu. Wenn das da so verbuggt. Also, merke, wir nehmen diesen Aussichtspunkt nicht mit. So. Wir können jetzt die Erinnerung hier wieder laden. Das ist das, was ich auch bei Greifen jeder neuen Sie auf Aufnahme einen mache. Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Ja. Bei jeder neuen Aufnahme gehe ich nämlich auch hin und lade hier wieder. So, der einzige Nachteil, den wir jetzt haben, wir müssen uns nochmal hier das Gesabbel anhören. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa Al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. So, wir haben die Feder. Es kommt jetzt. Die Einzelheiten jetzt. Überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Mhm. So, es kommt jetzt nichts mehr. Es wird getriggert, dass wir eine Weißüberblende genau... Spule zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Und diesmal lassen wir den Aussichtspunkt einmal Aussichtspunkt sein. Jubair, habe ich richtig im Kopf gehabt. Ich glaube, ich habe eben Jubair gesagt. Jubair natürlich. In der Madrasa Al-Khalasa. Mhm. Alles klar. No offense, wenn das falsch ausgesprochen war. Ist nicht böse gemeint. Guck mal. So, wir gehen einmal hier runter. Und laufen jetzt. Ich markiere das jetzt
mal nicht extra. Warum sind eigentlich nur die Gänge, die ich gerne nehmen würde, überhaupt Gänge? So, runter, 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 runter. Lass dich doch bitte fallen. Danke. So, hier in den Quergang rein. Genau, das ist der Aussichtspunkt, den ich eben holen wollte. Den ich jetzt nicht holen werde. Da wir das nicht dürfen. Hoppala. Werden die Menschen. Oh, was soll das denn? Hallo? Ich werde dem wohl ein Ende setzen müssen. Was soll da eingreifen? Okay, einmal. Ja. Oh Mann! Wieso? Was kann ich denn dafür? Der hat mich doch angegriffen. Och Mann! Ich will doch nur diese blöde Attentatsmission machen. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es doch nicht. Oh. Ja, sorry, Leute. Ich dachte, das könnte mal einfacher werden, aber irgendwie. Jetzt bin ich eh tot. Nicht ganz, aber fast. Ja, da kommen wir natürlich nicht hoch. Darf echt nicht wahr sein. Ich verstehe auch überhaupt gar nicht, was jetzt das Problem war. Es wurde uns doch gesagt, wenn wir Faustkämpfe austragen, dass das nicht zählt, oder? Also, dass die Wachen darauf nicht reagieren würden. Und das habe ich gerade gesehen, dass die darauf nicht reagieren. Ihr habt nichts hier zu suchen. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir uns wieder extrem von dem Ziel entfernt. Damit wir jetzt gleich wieder dahin laufen können. Sorry. Es ist. Manchmal sowas ist nervig. Okay. Ich hoffe, dass das in den späteren Teilen besser wird, aber ich weiß es nicht. So, wir gehen hier runter. Ja, ich weiß es doch. Leck mich doch am Arsch, ey. So, komm, lass dich doch bitte. Lass dich doch. Wieso, wenn ich doch da fallen lassen sag? Warum lässt er sich da nicht einfach fallen bis unten? Verstehe ich nicht. Okay. Genug gerantet gegen das Spiel. Weil das Spiel ist ja gut. Es ist ja nicht schlecht. Und du lässt mich jetzt in Ruhe. Das Spiel ist ja gut. Nicht schlecht. So, wir müssen. Ja, da rein. Aber wie kommen wir da rein? Ist ja alles zu. Müssen wir uns da. Ach, warte mal. Ich glaube, wir müssen uns einfach hier an. Entweder hier rein mit. Ich glaube ja. Aua. Wir schmeißen uns einfach mal hier mit rein. Und wir haben ja gelernt, dass wenn Gelehrte hier rumlaufen, dass die häufig an das Ziel gehen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mit dem kommen wir garantiert da rein. Hoffe ich. Ja, im Übrigen, Assassin's Creed Unity läuft jetzt auf meinem Rechner auch schön flüssig. Das heißt, da steht dem Let's Play dann späterhin auch nichts entgegen. Aber ich will es nicht mal mit einer Serie übertreiben. Das heißt, es wird zum Wechsel. Ich werde viele Serien anfangen, die dann so nach und nach durchspielen. So, geht ihr jetzt hier links rein? Da? Nein?
Ja, das hat ja dann super funktioniert. Genau so habe ich mir das gedacht. Toll. Dann frage ich mich jetzt, wo oder wie oder was oder wann oder warum und wo gehen die jetzt hin? Die gehen jetzt hier... Okay, die gehen jetzt da im Bogen. What the... Achso, die drehen jetzt wieder. Ja, aber die gehen ja offenbar nicht rein. Aber eben haben wir gebuggt, als wir da oben waren. Aber dann müssen wir wohl da hoch. Ich hoffe, dass wir nicht wieder festbacken. Aber ich weiß nicht, wie wir sonst anders jetzt zu diesem Platz da reinkommen sollen. Ah, ja gut, jetzt sind wir vielleicht auf der Seite, wo wir da hinkommen, dass wir auch was triggern. Ja, das sieht gut aus. Aha. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte, Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Okay, ich glaube, das ist unser Ziel. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. So, wir warten kurz, bis die alle raus sind. Okay, wir können noch gar nichts machen. Ihr geht mit. Aua. Hier irgendwo habe ich gesehen, ist noch eine Flagge gewesen. Die nehmen wir mit. So, und jetzt haben wir hier mehrere Ziele, oder was? Attentatsziel. Das heißt, wir müssen jetzt alle ausschalten, oder was? Genau, springen in die Flammen, Alter, ihr. Sehr guter Plan. Wir müssen jetzt alle ausschalten, oder wie? Was steht ihr da herum? Geht! Gucken wir mal. Du bist es nicht. Keine Sorge. So, der müsste irgendwo... So, genau. Weil wenn wir die schlagen, gehen die weg. Die sind halt etwas gestört, glaube ich. Bürger! Bringt eure Schriften! Werft sie auf den Stapel vor mir! Okay, da ist einer. Sie zu behalten wäre Sünde! Halt! Erkennt ihr, dürft hier nicht verschassieren! Einmal. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell wegkommen. Wir haben kein Zeitlimit. Und wir haben multiple Attentatsziele. Anders als sonst. Ja, super. Ich finde hier aktuell, ich sehe keinen Dachgarten. Ah, aber eine Flagge. Ja, ist wichtig. Nimmst du mit, bitte. Wo ist denn hier ein Dachgarten? Hallo. Ah, da.
So, aber jetzt haben wir natürlich einen Typen direkt an der Backe. Gehst du? Ich wollte. Hallo. Alter. Gehst du jetzt bitte? Danke. Boah. So. Sync verloren, Ziel ist entkommen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Vielleicht entfernte Ziele mit Wurfmessern. Vielleicht ist das ein entscheidender Hinweis. Habe ich die Flagge jetzt da hinten trotzdem oder? Ja, die habe ich. Okay. Ja, vielleicht versuchen wir es dann mal mit Wurfmessern. Geht weg. Indem wir uns irgendwo hinstellen, wo wir nicht gesehen werden. Und das Ziel per Messerwurf. Geh weg und geh weg. Danke. Sie zu behalten wäre Sünde. Erkennt und versteht die Wahrheit in meinen Worten. Befreit euch von den Lügen und Irrlehren der Vergangenheit. Wer? Wo? Ist der tot? Ja. Und ich bin dennoch gesehen worden. Ja, was soll ich jetzt anders machen als laufen? So. Wir gucken jetzt mal. Da ist das nächste Attentatsziel. Mal gucken wir, dass wir die jetzt irgendwie ablaufen. Ja, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. So, den haben wir. Dann gehen wir weiter. Na, geh doch weiter! Hilfe! Bitte. So, da bist du. Ja, falsche Taste. Super. So. Ich glaube, so funktioniert es. Dass wir jetzt quasi unter Zeitdruck hier gucken, dass wir möglichst... Geh weiter! Danke. So, wo ist der Nächste? Wo ist der? Da ist er. Das ist reine Zeitverschwendung. So, wir müssen weiter. Danke. Tschüss. Lauf bitte. So, einmal nach unten. Ach, da. Lauf. Das müsste dann unser Hauptattentatsziel sein. Ja, genau. Der hält einfach mal so sein Schwert raus und... okay. Alles klar. Ich glaube, dass wir wieder hier hoch müssen. Boah, die sind ziemlich dämlich. Na, bitte! Jetzt! Lauf! Nein! Bitte! So, da hinten ist er. Nicht
zu verfolgen. Ja. Alter, das darf nicht wahr sein. Lauf doch. Das hat nicht funktioniert. Nein! Geh doch auf ihn! Sinn verloren. Super. Alles klar. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu... Gut, also das Attentat hat nicht funktioniert. Aber die 20 Minuten sind erreicht und überschritten. Sorry für das Rumgerante, aber es regt gerade ein bisschen auf. Egal, sonst würdet ihr nicht zugucken, wenn euch das nicht gefällt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Assassin's Creed. Bis dahin, tschüss!